Hallo, ich wollte euch heute ein ganz kurzes Video machen über ja, ein sehr gehyptes Produkt in letzter Zeit, und zwar diese Chubby Sticks Tubes. Und die gibt es jetzt von mehreren Firmen. Angefangen hat es mit Astor, die haben diese Lip Color Butters rausgebracht, und jetzt hat Catrice welche in zwei LEs gehabt und kommen jetzt auch im Standardsortiment. Und ja, bei mir haben sich jetzt insgesamt 4 Stück angesammelt. Und zwar diese hier. Und da sind zwei von Astor und zwei von Catrice. Einer ist aus der Matchpoint LE und einer aus dieser It Pieces, ja, aus dieser Vorschau, was ins Winter-Herbst-Sortiment kommt. Und ja, ich habe mal öfter erwähnt, dass ich gar nicht so viel Lippenstift benutze. Das hat sich in letzter Zeit jetzt ziemlich geändert. Also ich habe jetzt ziemlich oft Lippenstift, und deswegen habe ich mir jetzt auch insgesamt schon 4 solche Lip Colors Butters Dingens halt gekauft. Und mein allererster war, ich stell die mal hier hin, mein allererster war dieser hier von Astor, und zwar in der Farbe 015 Cheeky Cherry. Und ich finde ganz lustig, ich hatte den jetzt eine Weile in der Tasche, und jetzt hat sich da, nee, das war bei dem anderen, die komplette Schrift abgelöst. Seht ihr das? Also so gehören die normal, und da ist jetzt die komplette Schrift abgelöst. Aber gut. Und ja, den habe ich mir gekauft vor einem Monat, weil es da den Nagellack gratis dazu kam. Und ich war ehrlich gesagt ein bisschen überfordert von den ganzen Farben, die es da gab, weil geswatcht auf der Hand schauen die ja immer noch anders aus als auf den Lippen. Und ja, ich habe dann ein bisschen durchprobiert und wusste irgendwie nicht wirklich, welche Farbe ich haben will. Und habe mich dann eben für diesen Cheeky Cherry entschieden, und ich swatch euch den mal. Der schaut so aus. Also das ist so ein richtig knalliges Pinkrot, und ja, es ist mir schon fast ein Ticken zu knallig. Also ich habe den jetzt vielleicht gerade mal dreimal getragen, weil es mir doch ja, ein Tick zu auffällig ist. Und ja, deswegen hatte ich den jetzt noch nicht wirklich oft drauf, weil ich auch immer, wenn ich habe ja hier ein Piercing, und wenn ich die Lippen so aneinander reibe, dann schmiegt das Piercing immer das Produkt nach oben, und wenn es dann sowas Knalliges ist, dann schaut es immer ab und zu ein bisschen leicht dämlich aus. Und ja, deswegen habe ich fast ein bisschen bereut, dass ich mir diese knallige Farbe gekauft habe. Ich finde ihn echt schön, und ich finde ihn auch bei anderen YouTubern total toll, aber irgendwie ist mir das zu too much auf meinen Lippen. Also ich weiß auch nicht. Aber trotzdem finde ich das echt eine schöne Farbe, und ich hoffe, dass ich mich noch öfter traue, den zu tragen. Und ja, weil mir die Farbe dann so zu knallig war, bin ich nochmal hin und wollte auch nochmal Nagellack von denen. Da habe ich mir gedacht, ich kaufe mir nochmal eine Farbe. Und dann habe ich mir diesen hier gekauft, und das ist die Farbe Feeling Feline. Ich weiß jetzt die Nummer nicht, aber das ist eben, die ganze Schrift ist abgegangen, weil der war in meiner Handtasche jetzt die ganze Zeit. Und ja, man sollte echt aufpassen, dass man den nicht zu lange in der Sonne hat, weil sonst schmilzt der ganze Stift vorne weg. Man sieht es jetzt hier ein bisschen, also mir ist da schon einiges weggeschmolzen, weil ich den eben in der Handtasche hatte, aber gut. Ja, auf jeden Fall habe ich mir dann die Farbe gekauft, weil ich gedacht habe, das ist nicht so knallig, beziehungsweise das ist auch nicht so knallig. Das ist ein bisschen transparenter, man sieht es hier. Also das ist so ein echt schönes Korallton, und ja, der ist sehr viel weniger knallig als der Cheeky Cherry. Und ja, ist auf jeden Fall so ein bisschen, ich glaube, man sagt da Sheer, aber ich kenne mich da nicht so genau aus. Also das ist so semi-transparent. Und ja, die Farbe finde ich echt sehr schön, und ja, die habe ich jetzt auf jeden Fall schon öfter drauf gehabt. Ja, den mag ich echt ziemlich gern. Und ja, dann habe ich diese Farbe gesehen in der Matchpoint LE, und zwar von Catrice. So schaut der aus, und ich finde die Verpackung, ich finde die so schön. Also das Goldene ist schon schön von den Astor, und diese Silberne hier mit der Schrift, das finde ich auch so schön. Deswegen muss man die sich ja schon fast kaufen. Und der ist in der Farbe, wo steht denn das? Da steht, glaube ich, gar keine Farbe. Da steht keine Farbe drauf, und der schaut so aus. Und ja, der schaut echt dunkel aus, wenn man den auf dem Stift zieht. Und ich habe den auch 3, 4 Mal jedes Mal wieder weggelegt, weil ich mir gedacht habe, nee, den trägst du sowieso nicht. Und dann habe ich mir den einmal im Laden drauf, und ich swatch euch den mal. Und zwar ist es der ganz äußere hier, und dann fand ich die Farbe so mega schön, und auf meinen Lippen sah der so toll aus, und ich hätte nie gedacht, weil der so dunkel ausschaut, dass der dann aber so schön ist. Und
Ja, ich finde den mega, mega schön und den habe ich jetzt so oft abends drauf gehabt. Ja, ich finde ihn einfach echt toll und der erinnert ein bisschen an an diese Essence Lip Cream in der Farbe Wild Berries oder so heißt sie, glaube ich. Schaut fast genau gleich aus. Und ja, dann zu guter Letzt habe ich mir aus dieser It Pieces Vorschau den hier gekauft von Catrice. Der heißt Pure Shine Color Lip Balm und ja, ist von der Farbe her so. Das ist auch wieder eher so ein roter Ton, aber der ist jetzt ziemlich, ziemlich transparent. Also eher wie so ein Lipgloss. Der ganz letzte jetzt. Man sieht es auf der Hand nicht so gut. Also der schimmert mehr wie ein Lipgloss und der ist sehr viel transparenter als die anderen. Und deswegen schaut es echt sehr schön aus und auf meinen Lippen auch wieder echt gut. Und ja, ich blende euch aber jetzt nochmal zu allen Lippenstiften das auf, wie es auf den Lippen ausschaut, damit ihr das mal besser sehen könnt. Und ja, also die Farbe fand ich auch sehr schön und ist halt wie gesagt eher so ein glossiger und den kann man auch im Alltag eben sehr schön tragen und deswegen habe ich mir den noch mit. Die von Asta kosten glaube ich um die 6, 7 €, die von Catrice um die 5 €. Von dem her ist da nicht sehr viel Unterschied. Und ja, schaut euch die auf jeden Fall an, egal von welcher Marke, diese Lip Butter sind echt toll. Und ja, ich kann sie jedem nur empfehlen, auch jemand, der nicht so gern Lippenstift trägt wie ich, da gibt es auch eben sehr dezente Töne und ja, schaut euch die auf jeden Fall an. Ich bin sehr, sehr begeistert von denen und ich glaube, dass das sicherlich nicht meine letzten sein werden.